Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Superstar Saga. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Vielleicht ist ein kleines Ticken anders. Zum Beispiel, wartet, kann ich euch mal kurz zeigen. Das Bild von Luigi, wie ihr seht, ist anders, weil nämlich ich musste vom vorletzten Part, also Part 18, genau, den Part 20 nochmal. Moment mal, das läuft ja gerade falsch. Part 19. Vom Part 19, den Part 20, den letzten, musste ich nochmal alles nachspielen. Hoffentlich ist es jetzt so richtig. Und jetzt sind wir wieder an derselben Stelle, weil ich das so gespielt habe und voll krass, ey, geklappt und so. Ich weiß jetzt nicht, ob die Level und Werte so in etwa gleich sind. Ich habe einfach mal so provisorisch den Part nebenbei laufen gehabt und nachgespielt. Hab die Katzen wieder geholt. Bin zum Lachdorf gegangen, hab die Gegner da besiegt und bin dann weitergegangen. Ich glaube, ein bisschen mehr Gegner habe ich sogar noch besiegt als beim letzten Mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder im Lachschule. An diesem Speicherpunkt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ihr müsst wissen, dieses Nachspiel war so eine Woche her. Ist jetzt eine Woche her so in etwa. Ich wollte aufnehmen, sonst hättet ihr nämlich Dienstag kein Zelda, sondern das bekommen, wie es eigentlich geplant war. Aber leider, wurde da nichts raus, weil der liebe TK meinte, er sei zu müde, um aufzunehmen, was vielleicht auch sogar nicht mal so schlecht war. Was mir gerade auffällt, uns greifen die Bazillen aus Super Mario, hallo Lichtel mit Tulorok. Uns greifen die Bazillen aus Dr. Mario an. Das ist natürlich sehr interessant. Und die tun uns verdammt weh. Verdammt tun sie uns weh. Gib mir mal bitte ein Item für Luigi. Die machen eigentlich gar nicht mehr so wenig Schaden gerade, muss ich sagen. Gar nicht mal so wenig. Und ich muss wahrscheinlich warten, bis sie über mir sind oder so. Ah, okay. Dann haben wir schon mal, auf jeden Fall schon mal das Muster gefunden. Die agieren echt so wie die Bazillen aus Super Mario, Dr. Mario. Stirb verdammt nochmal. Kann ich dich... Ja, man kann ja auch so angreifen, chillen. Folgender Dienst, roter Pfeffer. Was? Muss ich da mal nachgucken, was das bringt. Mario kann ein bisschen HP eigentlich ganz gut gebrauchen. Ja, das ist ganz statisch, diese Summe. So, dann lass mal... Mario wurde mal getroffen, das ist das erste Mal in diesem Let's Play. Und damit hätte er es fast überlebt, also... Aber der Gegner dahinter ist ja nicht so schwer und die Vorderen jetzt... nicht zwingend. Okay, das war gar nicht mehr so dumm. Und da habe ich Mario springen lassen. Naja, so schwer ist der Gegner ja nicht. Man sieht ja ziemlich eindeutig, wen er angreift und wohin er angreift. Also so schwer sind sie jetzt nicht. Und ja, die habe ich, glaube ich, auch langsam den begriffen, dass je dichter sie dran sind, umso mehr, also, wenn sie vor dir stehen, machen sie den unteren Angriff und wenn sie weiter stehen, machen sie diesen Oberangriff. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig erklärt und es ist auch hoffentlich richtig. So, dann wollen wir doch mal gucken, was es uns da gibt. Wollte ich gar nicht mal. Folgender Jeans. Immer direkt nach Mario zu schlagen. So, lass uns das mal ausprobieren. Ich bin natürlich neugierig, was es denn uns bringt. Und hier ist noch irgendwas dazugekommen. Roter Pfeffer, mehr Angriff. Plus Gewicht. Okay, das scheint solche, sowas wie X-Angriff in der Pokémon-Welt zu sein. Dass man es nur einmalig einsetzen kann im Kampf und danach hört die Wirkung wieder auf. Wenn mich nicht alles täuscht, ich kann natürlich mal ganz gern gucken.
Ganz. Da, ich habe ihn so erwischt. Und damit sind die beiden auch schon besiegt. Schön. Autsch. So, Item. Okay, wie ich erwartet hätte. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte angreifen. Und damit werden die auch schon besiegt. Schön. Ja, okay, dann hätten wir hier... Oh, da ist noch so ein Bazillenvieh. Boink. Let's go. Ja, Mario. Ach, so erwischt, schön. Und noch einmal rausspringen und den Sitzel besiegt. Oder auch nicht. Da habe ich ein bisschen zu doll drauf gehüpft. Bam. Okay, getroffen. Nochmal getroffen. Und nochmal getroffen. Und damit sollte eigentlich, ja, der Kampf bestanden sein. Wie ist kein Leben? Habe ich gar keine EP bekommen dafür? Naja, das mit dem richtig hochspringen muss ich vielleicht noch ein bisschen üben. Aber auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen so das Muster von den Dingern erkannt. Aber so stark sind sie jetzt ja nicht. Also sie halten ja nicht so viel aus. Oh Gott, die springen ja an. Die springen an. Luigi, no! No, Luigi, no! Oh, verdammt. So. Na? Danke. Und. Bah, okay, einmal noch. Und. Da-da-dam. Und, ja, die. Also, die springen an, das ist gut zu wissen. Da war, glaube ich, nur ein Gina an der Seite. Na, wollen wir doch mal gucken, was uns sonst noch. Zum Glück gibt es anscheinend keine Mindestbegrenzung für Fehler, die man da machen kann. Oder doch? Okay. So, einmal eine Lachbohne, ein Pilz und eine Nuss. Okay, dann lass es mal weitergehen. Da hinten ist noch ein Gegner. Und jetzt wurde Luigi getroffen. Boink. Und da loink. Oh, schön. Da war ein schöner Treffer, Luigi. Oh, Mario wird mal angegriffen. Das habe ich bis im heutigen Palast auch noch nicht passiert, als wir diese Gegner hatten. So. Beziehungsweise es wird ja einen Doppelpart geben, wenn heute Donnerstag ist. Der Donnerstag, den 15. um genau zu sein. Der wird es einen Doppelpart geben. Also freut euch drauf. Okidoki. Let's go. So, getroffen. Schön. Nein, sie beißen mich. Autsch. Da einmal. Und ein zweites Mal. Oh, verdammt. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich die schön besiegen, wie es eigentlich sein sollte. Ja, das bringt uns ja nicht viel, wenn die nicht. Autsch. Nein! Ach gut, der greift Mario an. Kann ich Luigi gleich mal einen Pilz reindrücken? Oder Mario auch einen Pilz reindrücken? Delicious! Und noch ein Pilz für Luigi. Hier bitte. Ah, der kam schnell. Schnell und unerwartet. Ach, schön getroffen.
Und Bamstone. Und deshalb besiegt du. Und du kommst hoffentlich genauso schnell weg. Genau. Bam, bam, bam. Schön, da sind auch solche leichteren Gegner. Beste alles mitnehmen. Vor allem, wenn es so leichte Gegner sind wie die hier. Autsch, das tat weh. Und Damster. Oh Leute, ich Level 17. Schön, schön, schön. Was könntest du denn gesteigert bekommen? Die Geschwindigkeit wäre nicht schlecht. Damit du schneller bist als jeder Gegner, der hier im Pilzkönigreich bzw. Bodenland rumrennt. Schatzzentrale Sonntor. Ah, schade, da kommen wir anscheinend nicht hin. Aber da oben hin, oder? Ja. Let's go! Boink. Und nicht hüpfen. Und er greift auch nochmal an. Schön. Ja, schön ist was anderes, aber diese Gruppengegner sind ja sowieso nicht das Problem bisher gewesen. Das Einzige, was mir mal manchmal ein bisschen Probleme merkt, ihr merkt es ja, sind diese höheren gelegenen. Naja, wie sollen auch die tiefer gelegenen Probleme machen? Naja, bislang. Naja, ich hüpfe trotzdem lieber. Man weiß ja nie, 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 nicht? Doink. Bap, bap, bap. Baha, ja, Mario. So, nochmal auf die HP. Nochmal 4, yeah! Mario hat heute richtig Glück. So, Boink. Okidoki. Neuer Gegner? Fragezeichen? Was sind das denn? Champhund. Aha. 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 Aha, aha, aha. Delicious. So. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, was ich von den Gegnern halten soll. Um ehrlich zu sein. Bam. Dip, dip, dip. Schulemblem. Den Glanz der Hochschule. Er steigert, was. Lass uns ihn mal auch aufwerten. Ja. So. Da, was ist hier? Außer ganz viel Kram. Hä? Was bist du denn? Aha. Plop. 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 Und plop. Fragezeichen? Fragezeichen. Ich bin, wenn ich sie alle, wenn ich sie alle rot mache. Bam, bam, bam. Da, 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 da. So. Gibt's doch bestimmt irgendein Muster, was ich irgendwie haben muss dafür.
Tüge für Sandtor. Gut, da wäre das Ding auch schon. Denn habe ich hier einen Zettel zufällig? Ja, habe ich. Dann lass uns das mal so machen. So. Blau, rot. Blau, rot. Rot, rot, rot. Blau. Blau. Rot. Blau. Rot. Schön. Gut. Dann lasst uns das Rätsel mal lösen, nicht? Das mehr oder weniger Rätsel. Oh. Noch mehr. Okay, dann notieren wir das uns auch nochmal. Rot, rot. Blau. Blau. Rot, blau. Rot, rot. Rot, blau. Rot, rot. Okay. Schön getrennt. Mal gucken, was wir als erstes benutzen werden. Und was das überhaupt ändert. Okay, blau, rot, blau, rot. Rot, blau, rot, rot. Blau, rot. 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 Okay, ich gehe nur von der anderen Seite. Rot, rot, blau, rot, blau. Was passiert hier? Ich habe mal Fragen da. Ah, okay, eine Art Spiegelschild aktiviert sich. Und damit dieses Schloss. Okay, gut, gut zu wissen. Was ist das denn? Ja, mit diesem wunderschönen Bild machen wir diesen Part aber beendet. Wie gesagt, heute gibt es noch einen zweiten Part. Freut euch drauf. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an diesem Part wie ich. Und ich hoffe, dass ihr bei anderen Projekten oder anderen Parts oder den nächsten Part wieder dabei sein werdet. Oder mal was anderes anguckt. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.